Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 15. Juni 2018? Wir haben eine schöne fließende Energie und das vermitteln die Wasserelemente, die Tierkreiszeichen Krebs und die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Fischen. Das ist Mond, Neptun und Jupiter stehen in Verbindung. Natürlich beeinflusst es unseren Gefühlen, unseren Sehnsüchten, unserer Kreativität, unserem spirituellen Weg, aber auch die Liebe, Partnerschaft und da haben wir Glück. Die Rückläufigkeit Jupiter sorgt dafür, dass etwas zurückkehrt von Vergangenheit, Erinnerungen oder alten Kontakte oder so ähnlichen Situationen, was wir schon erlebt haben in Vergangenheit. Wichtig ist im Vertrauen bleiben, einfach geschehen lassen. Die Wasserelement ist eher nach innen richten, passiv. Und das ist die Botschaft im heutigen Tagen. Geduldig sein, abwarten, es kommt alles im Fluss. Es gibt auch eine Spannung heute zwischen Venus und Uranus, die zwei Tierkreiszeichen, die das verbindet. Das ist die Tierkreiszeichen Löwe und Tierkreiszeichen Stier. Stier ist natürlich das Festhalten oder die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und die Venus-Energie heißt das Liebe. Entweder blockiert das Festhalten oder Angst von diesen Veränderungen. Venus wirkt nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern beeinflusst auch die Selbstständigkeit und die Stierenergie wäre die Finanzen. Und da sind die Blockaden gerade. Und wir sollen übergehen auf diese fließende Energie, weil daran liegt die Harmonie. Einfach geschehen lassen und abwarten. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das ist ein Aufstieg für die Zwillingsgeborenen und die sehen etwas klar und deutlich und kommt in die Wahrheit ins Licht. Aber die Zwillingsgeborenen brauchen gerade einen gewissen Rückzug, sonst ist es alles zu viel und fühlen sie sich müde, erschöpft, kraftlos. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema, ein klärendes Gespräch. Und es kommt von Gefühlen. Also wichtig auf dem inneren Stimme hören, auf das gesunde Bauchgefühl, ist es auch möglich, über Gefühlen zu sprechen. Aber das zum Erzwingen ist nicht gut heute, sondern einfach abwarten, geschehen lassen, wie sich dieses Gespräch sich von alleine entwickelt. Liebe Partnerschaft ist ein wichtiges Thema gerade bei den Löwengeborenen und weil Venus zum Mondknoten nähert, werden auch karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen da sein. Bei vielen Löwengeborenen ist es ein Neuanfang. Die Angst vor diesen Veränderungen, Angst vor diesem Neubeginn natürlich ist spürbar. Aber damit grenzen sich die Löwengeborenen selbst ein. Natürlich, diese Venus-Uranus-Verbindung, wie ich schon sagte, wirkt nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern auf die Finanzen, besonders wenn es um Selbstständigkeit geht oder ein Bereich, eine Arbeit, was mit Kunst und Kreativität oder Spiritualität was zu tun hat. Also wichtig ist bei den Löwengeborenen im Vertrauen bleiben, geschehen lassen. Das kommt sowieso in Bewegung und kommen diese karmischen Erinnerungen oder Begegnungen, auch wenn das nicht heute ist, aber das nähert sich und das werden die Löwengeborenen auch erleben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren brauchen die Rückzug, brauchen gerade die Ruhe und die Thema Zuhause, eigene Zuhause ist jetzt sehr wichtig, weil da können sie etwas verbessern oder etwas verändern.
oder Gespräche führen zu Hause im Familienkreisen oder ein Umzug und ein Vertrag unterschreiben wie Mietvertrag oder Kaufvertrag ist auch möglich. Oder etwas gründen, aber noch nicht handeln, nur ein Plan, was wollen Sie erreichen, was möchten Sie in Ihrem Leben gerade beginnen, etwas gründen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben das Gefühl, es geht gerade nichts voran. Ein bisschen Geduld noch, weil das kommt in die Tagen schon etwas in Bewegung und im Allgemeinen haben die Wagengeborenen jetzt Glück in die Liebe, Partnerschaft. Das erleben sie vielleicht nicht heute, aber diese Begeisterung oder diese Leidenschaft zeigt sich schon in die Tagen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kehrt etwas zurück von Vergangenheit und das ist schön und angenehm. Wichtig ist, geduldig zu sein, einfach geschehen lassen. Es nähert sich eine wichtige Nachricht. Und bei den Skorpiongeborenen ist auch sehr ratsam gerade in diesem Vertrauen bleiben. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Sie sollen diese Unsicherheit überwinden, weil in den kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung. Auch Glück im Arbeitsplatz, Verbesserungen und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen die Kontakt suchen, aber überlegen, mit wem sollen sie sprechen. Und das ist sehr wichtig, da die Orientierung, weil sie können nicht jeder vertrauen. Aber jemand wartet auf eine Nachricht und das hat eine Wichtigkeit. Und da treffen die Steinbockgeborenen wichtige Entscheidungen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen brauchen gerade die Erholung und die Ruhe. Es war in den letzten Tagen alles zu viel. Sie haben sehr viel Kraft gezeigt, einiges in Bewegung gesetzt. Die Kraft ist immer noch spürbar, aber es sollen die Wassermanngeborenen jetzt erstmal in Freizeit genießen oder eine schöne Reise machen. Entweder ein Urlaub oder ein Ausflug oder eine innere Reise, dann spüren sie wieder die Kraft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen spüren diese fließende Energie und sie nehmen ihren Gefühlen wahr. Das kann auch Glück bringen in die Liebe, Partnerschaft oder das ist die Intuition oder Inspiration. Und da fühlen sich die Fischengeborenen ein bisschen beflügelt und natürlich werden auch das Umsetzen im Tat wichtig ist, dass sie daran vertrauen. Vertrauen auf ihre Intuition, was sie so gerade wahrnehmen, auch auf dem inneren Stimme hören. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade eine Heilenergie und befinden sich in einer Wandlung, eine Art Heilung. Sie bereinigen etwas. Nicht nur heute, sondern dieser Prozess dauert etwas länger. Momentan sind Einschränkungen da, aber in den kommenden Tagen kommt schon die Begeisterung, kommt schon die Anerkennung und auch die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig, ein gewisser Rückzug, nachdenklich zu sein, alles geschehen lassen, geduldig zu sein. Das kommt von außen etwas zu. Momentan ist schwierig, eigene Entscheidungen treffen oder etwas in Bewegung setzen. Es sind Hindernisse da. Oft sind diese Hindernisse die Angst oder die Zweifel und es sollen die Stiergeborenen gerade überwinden oder nachdenklich sein oder einfach geschehen lassen und abwarten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Sommersonnenwende erwähnen. 21. Juni ist Sommersonnenwende und in diesem Tag mache ich ein Ritual, ein Wunscherfüllungsritual. Es ist auch das Loslassen, Verabschieden von alles, was hindert und
Dann beginnt das Ritual. Alles ist kostenlos und fühlen Sie sich zu nichts verpflichtet. Schreiben Sie Ihre Wünsche auf. Ich melde mich auch und beantworte ich diese E-Mails, beschreibe ich, was Sie dafür tun können und vor allem, wann beginnt es genau, weil dann sind wir energetisch miteinander verbunden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.